like I'm the winner. Hello, to everybody, change, come on. And I didn't even have to destroy my Rolex. Ich hab einfach nur meine Rolex, weil wie genial bin ich. Ich hab keinen Plan. Freunde. 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 Hallo. Freunde. Wir berichten diesmal exklusiv von einer Krise, die internationale Ausmaße angenommen hat. This guy copies marks. But it breaks. Fourth, you pray. I'm probably saying that wrong. My job is to expose them. Es geht um diesen charmanten Schreihals hier. Yo! Yo! Mein Name ist Fati. Der klaut ja so gut wie alle seine Videos 1:1 beim englischen YouTuber Morx. Hat seinen Humor dabei aber nicht verloren. Aber ich habe die Challenge erfunden, Freunde, deswegen kann ich schon die Regeln brechen. Das ist ja alles inszeniert. So mache ich auch immer meine Thumbnails. Aber jetzt hat es auch Morx entdeckt und Millionen Leute in England und in den USA wundern sich über diesen deutschen Morx. Morx. The video that's from Bray translates to this. I buy everything in the shopping center. Ah, okay, so Morx was in the mall and he was in the shopping center. Copying everything he says, word for word, Jesus Christ, I'm on Banish Channel. Und wir wären nicht das, zweitseriöseste YouTube-Format ganz Deutschlands, wenn wir die Sache nicht recherchiert hätten. Ich hab erst gelacht. Und dann wurde ich irgendwie wütend und dann wurde ich irgendwie traurig. In diesem Video haben wir rausgefunden, warum Fatih immer so merkwürdige Sachen sagt. Ja, wie bist du aus der Toilette gekommen? Ein Klo in der Limousine? Fatih? Und warum tut er so, als wäre diese Tür abgeschlossen? Du musst achten, wie du redest und wie du dich verhaltest. Was passiert, wenn der kleine Fatih sich an den falschen Stellen ans Skript hält? Das seht ihr in diesem Video. Ja, der Lifestyle, Fatih fett mit der S-Bahn. Erste Klasse, dafür musst du auch dann beim Essen sparen. Milliardärleben ist so krass, ne? Hi, wir sind Kim und Robert und wenn ihr uns mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte den Hashtag Milliardär in die Kommentare. Wir schalten direkt weiter zu unserer besten und einzigen Reporterin Kim live in England, wo es gerade eine kleine internationale Krise gibt, ausgelöst durchs letzte Fatih-Brate-Video. Oder wie die Engländer alle sagen... Brate or something. Robert, it's unbelievable. Robert. Es gibt hier einen Guy, ja, der ist genauso wie like Fatih Braid, ja. Der klaut all seinen Content, der schreit die ganze Zeit rum und er heißt Morx. And this is gonna be my most expensive challenge ever. Leute, heute machen wir, glaube ich, wirklich die teuerste Challenge. Ja, und das Krasse ist ja, Fatih... Die klaut sowohl die Videoideen als auch die Thumbnails. Like, it's incredible. He is a German Morx. It's like there's a Morx duplicate in Germany. Like, which one is the real one? Saying he's the biggest leech on his platform. In einem seiner letzten Videos, ne, hat Fatih ja einen auf Milliardär gemacht und hat das gemacht, was man als Milliardär offenbar so tut. ÖPNV fahren, sich für eine halbe Stunde einen Porsche mieten, dann irgendwie so eine Partylimousine für ein paar hundert Euro und am Ende noch ins Burgmuseum gehen. Ja, but there was a problem. Fatih versucht ja die Sachen von Morx 1:1 zu kopieren, aber manchmal kommt ihm was dazwischen. Die Realität. Hier, Morx in seinem Video versucht, seine Mutter im Hotel ins Bad einzuschließen und hält die Klinke fest. Morgan, let me out! Das Problem bei Fatih, in seinem Hotelklo gibt es keine Klinke. Diesen Spiegel hier! Fatih ist einfach the biggest Improvisationstalent we have in Germany. You have the biggest loser. Are you ready with making dumme Kommentare? Nächste merkwürdige Szene, ne? Fatih bemerkt beim Einsteigen in seine Limousine angeblich nicht, dass da schon ein Kind drin sitzt. Und als er es dann entdeckt, hat er eine naheliegende Vermutung. Ja, wie bist du aus der Toilette gekommen? Wait, eine Toilette in der Limousine? Yes, wait, jetzt siehst du mal die Challenge von Morx. Der hat nämlich ein bisschen mehr Money und fährt nicht mit einer Stretch-Limo rum, sondern direkt mit einem Privatjet. Und er trifft da his mother. We have a toilet, so I can do a poo in the sky. This toilet's kind of smelly now, so I need to get out of here. Fatih ist ja auch voll im Skript, als er dann später noch im Luxusschloss ist, ne? A bathroom. Eine Toilette. Piano room. Ein Klavier. A bedroom. Ein Schlafzimmer. Hallway. Und noch ein Speisesaal, Freunde. Hallo. Ich
Speere. Another bathroom. Schwerter. Another bedroom. Rüstungen, Leute. Ist hier bei Game of Thrones oder was? Was ist das, Leute? Wir haben übrigens eine kleine Studie gemacht, haben das letzte Half Year bei Fatih ein bisschen gecheckt. In diesem Half Year hat er 20 Videos gemacht und von diesen 20 Videos hat er 11 bei Morgs geklaut und 2 bei Morgs Mom. I hope you don't mind. Geil einfach, dass deine Mutter einen eigenen YouTube-Kanal hat. Was würde deine Mutter machen, wenn sie einen YouTube-Kanal hätte? Keine Ahnung, basteln wahrscheinlich. Die ist Kindergärtnerin. Das nennen wir eine umweltfreundliche Verpackung. Bei Fatih wird die Mutter ja gespielt von wechselnden Kindern und die Leute in England haben das jetzt gecheckt und können es einfach nicht fassen. Is this normal or something? I don't know, I find this very, very odd. Er macht einfach hier das Gesicht von dem kleinen Jungen drüber und sein eigenes. Vor allem hat der kleine Junge einfach einen größeren Arsch. Sein Kopf ist einfach auf dem Körper von Maman, ey. So viele fragen sich ja gerade, wer ist denn dieser German Morgs? Und was sagt Morgs selbst dazu? Naja, der hat das schon getweetet mit einem kleinen Thumbnail-Vergleich. Dazu schreibt er LOL, weil er es einfach nicht fassen kann, dass jemand einfach sein Face auf sein Face drüber photoshoppt. Und außerdem freut er sich, dass dieser Tweet so viral gegangen ist und so oft geteilt wurde. Und dann hat er noch einen Fisch mit einer Angel gepostet. Okay. Okay. Wie hat Fatih darauf reagiert? Naja, der hat ein bisschen Schiss bekommen und hat jetzt Angst, dass er gestrikt wird. Deshalb hat er mal all seine Thumbnails direkt deleted und die durch irgendwelche Screenshots ersetzt. Kurz Stopp an der Stelle. Die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen überschlagen. Jetzt sind die Thumbnails wieder da. Hier hat er das Thumbnail komplett nachgestellt. Also anscheinend mit einem Kellerfensterfoto aus dem Internet. Rasier dem Kind doch nicht den halben Kopf weg, Fatih. Und hier ist ihm anscheinend nichts eingefallen fürs Thumbnail. Da hat er einfach schwarz drüber gepinselt. Er hat aber auch von den Besten gelernt, ne? Von Simon Desue. Der hat ja auch schon erfolgreich seinen Kopf einfach auf das Face von Morgs gefotoshoppt. Lol. Oh mein Gott! Es ist unbelievable und alle English People fragen sich jetzt, wer ist dieser German Morgs? I'm pretty impressed with this guy. Imagine how much time it would take to study Morgs' videos and upload the exact same thing. Ugh, I hate to study that. Ich bin ja gerade froh, dass noch niemand drauf gekommen ist, dass Rebecca Wing immer bei Rebecca Simolo die Thumbnails klaut. Und nicht zu vergessen bei den richtigen Masterminds von YouTube Deutschland, den Prank Bros, die klauen nämlich auch bei Morgs. Ohne Scheiß, ne, alle Wege führen zu Morgs. Ganz schön großer Morgs. Wir glauben, dass da eine kleine Entschuldigung fällig ist, deswegen haben wir uns im Namen von euch allen, ich hoffe, das war okay, bei den englischen YouTube-Nutzern entschuldigt. Das Video haben wir produziert und jetzt gerade online gestellt und ihr könnt es euch hier angucken und wir posten euch ein paar Links zu den Videos in die Infobox. Wäre cool, wenn ihr die Kommentare voll spammt mit diesem Video, damit die Welt bald weiß, wer der German Morgs ist. Achso, sollen wir noch sagen, dass jetzt eine Katze kommt? Was wäre denn, wenn ich jetzt Nein sage? Dann hast du es ja bereits gesagt. Katze.